Moin moin Leute, ich bin der Necco und wir starten jetzt mit Resident Evil Village. In diesem Projekt zeige ich euch erst das Hauptspiel im Schwierigkeitsgrad Veteran und danach gibt es noch den brandneuen Shadows of Rose DLC. Bevor wir aber loslegen, habe ich noch eine kleine Empfehlung und zwar bringt ein bisschen Vorwissen mit. Die Stories von Resident Evil 7, 8 und dessen DLC bauen direkt aufeinander auf und dementsprechend sollte man schon wissen, was im siebten Teil vor sich gegangen ist. Und wer da jetzt ein gewisses Nachholbedürfnis verspürt, findet in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Resi 7 Playlist, wo ich sowohl das Hauptspiel als auch alle storyrelevanten DLCs zeige. Und ansonsten starten wir es natürlich wie gewohnt mit einem neuen Spiel. Stellen unseren Schwierigkeitsgrad ein und fürs Protokoll, man muss sich das Leben jetzt nicht so schwer machen, wie ich es hier gerade tue. Man kann natürlich auch sich auf das Ganze hier vorbereiten und mit unbegrenzter Munition auf den Veteranen-Schwierigkeitsgrad losgehen. Wäre nicht mein Ding. Zu guter Letzt können wir noch unsere Kameraperspektive auswählen. Das kam jetzt auch mit dem DLC dazu. Ich zeige euch das Ganze in der Third-Person-Ansicht, denn so haben wir eine etwas bessere Übersicht über das, was gerade los ist. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die will ich ohnehin zeigen. Die sind jetzt auch erst mit der neuen Kameraperspektive dazu gekommen. Und natürlich werde ich dieses Projekt komplett live kommentieren. Also freut euch schon mal auf etwaige Versprecher, Wortneuschöpfungen und sonstige Grausamkeiten, die ich jetzt an der deutschen Sprache verüben werde. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed.
I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember, and I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Und so sieht jetzt die neue Kameraperspektive aus. Das Spiel wird uns immer wieder mal in die Ego-Perspektive zurückzwingen, weil nicht alles jetzt umgemodelt wurde, aber das ist alles halb so wild. Und es gibt hier zu Beginn natürlich jede Menge zu entdecken, wie zum Beispiel Weinflaschen, Weinflaschen und noch viel mehr Weinflaschen. Die lassen wir jetzt einfach mal Weinflaschen sein. Und gucken uns das hier an. Wir haben hier am Kühlschrank das erste von 40 Dokumenten. Ich versuche so viele wie möglich zu zeigen und wie gewohnt gucken wir uns das Ganze nur sehr kurz an. Bei mehreren Seiten blätter ich durch und wer diese Dokumente im eigenen Tempo lesen möchte, macht das am besten, indem er kurz das Video pausiert. Die ganzen Spiegel hier sind verhangen. Wahrscheinlich, um zu verbergen, dass Ethans Charaktermodell ursprünglich keinen Kopf hatte. Das sieht man in einigen Out-of-Bounds-Videos. Das wäre wahrscheinlich purer Nightmare-Fuel gewesen, hätte man dann wirklich eine korrekte Spiegelung da einmal... Es wäre ziemlich krass. Also krasser als der Spiegel im Waisenhaus in Resi 2. Oh Gott, da werden Erinnerungen wach. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Da fängt sogar die Kleine an zu kreischen und das Spiel will auch nicht, dass wir Ethans Gesicht sehen. Ne? Ich kann hier mit der Kamera rotieren, bis der Arzt kommt. Er spielt nicht mit. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick hier in das Bad, denn hier haben wir ein paar Medis. Und die muss Mia seit dem Baker-Vorfall regelmäßig nehmen. Ursprünglich war mal angedacht, dass sie im Rollstuhl landet. So als Konsequenz dessen, was da so alles passiert ist. Da ist Capcom aber zurückgerudert. Stattdessen muss sie jetzt die gleichen Medis nehmen wie Jill, oder? Das sind wahrscheinlich wiederverwertete Assets und wir merken uns einfach mal, dass diese Medis existieren. Das speichern wir in einer guten alten Human Rambox ab. Ich werde den Blödsinn irgendwann mal gegen Ende des Projektes erwähnen, wenn ich es nicht selber vergesse. So, das hier schauen wir uns auch noch an. Your mom and I love this song so much. Und hätte ich jetzt genügend von dem Wein und einen Intus, würde mir dieser Schwachsinn vielleicht auch gefallen. Aber Spaß beiseite, wir werden diese Spieluhr irgendwann im Playthrough nochmal wiedersehen. Darum habe ich sie gerade gezeigt. Und apropos Wiedersehen, da vorne wartet ein alter Bekannter auf uns. Why do I even keep this around? I should get rid of it someday. Zumindest sammelt Ethan keine Funko Pops. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Wir haben die Kleine immer noch auf dem Arm. Ups, mein Fehler. Aber hier wartet das nächste Dokument auf uns. Und warum lassen sie hier das Licht brennen? Everyone's forgotten about this already. Diese Cover-Up-Story zum siebten Teil liest sich so ein kleines bisschen wie ein mögliches Ending in Higurashi. Was gar nicht mal so verkehrt ist. Ich stehe total auf Higurashi. Ist einer meiner absoluten Lieblingsanimes, kann ich nur empfehlen, sofern man den Magen dafür hat. Das hier ist ein Easter Egg. Das Buch hier ist von George Trevor und der hatte ja das Spencer-Anwesen im ersten Teil kreiert. Das lief wirklich super für ihn und seine Familie. Auch das konnten wir ja schon in einem Projekt hier auf dem Kanal bestaunen und inzwischen lebt sein Name nur noch in der Renovierungsfirma weiter, die auch das Baker-Anwesen aufgepeppt hat. Almost there, honey. Unsere kleine Roomtour neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben das Schlafzimmer erreicht und wir kicken erstmal diesen ollen Würfel beiseite. Der würde gegebenenfalls gleich stören. Und wir werden jetzt auch diese kleine Luftschutzsirene endlich in die Wiege legen. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. So, für die ein, zwei Leute, die vielleicht irgendwann mal
über meine Videos stolpern und das vielleicht noch nicht wissen. Erstmal ein fettes Hallo an euch. Geil, dass ihr dabei seid. Und wenn wir diesen Ball jetzt hier in das Arbeitszimmer befördern, ist das eine Herausforderung, die wir dann gemeistert haben. Und über Herausforderungen generieren wir Punkte und die können wir dann nach dem Spiel für extra Waffen, unbegrenzte Munition und so weiter auf den Kopf hauen. Drum machen wir das eben. Und gerade jetzt mit der neuen Kameraperspektive ist das wesentlich leichter als in der Standardausführung. Man muss nur aufpassen, dass man den Ball jetzt nicht in irgendeine Ecke reinmanövriert, wo man ihn nicht mehr rauskriegt. Also wenn der Ball hier zwischen der Topfpflanze und dem Türrahmen versammelt wird, könnt ihr im Prinzip nochmal von vorne anfangen. Es ist technisch gesehen machbar, ihn nochmal irgendwie da rauszukriegen, aber wenn der Ball da einmal feststeckt, macht einen Neustart. Das geht wesentlich schneller. Fällt euch etwas an der Steckdose auf? Ja, mir auch nicht. Das ist einfach nur unfreiwillig komisch, oder? Also da hat Capcom definitiv an der falschen Stelle gespart. Es ist erbärmlich. Das ist einfach nur erbärmlich und das gilt für jede Steckdose im Haus. Hier haben wir noch ein Easter Egg. It's not paranoia if they're really out to get you. Und zwar ein Buch von Joseph Kendo, dem Bruder von Robert Kendo. Robert war der Waffenladenbesitzer in Resi 2. Und wie es aussieht, hat der gute Ethan inzwischen seine Hausaufgaben gemacht. Das heißt, er hat sich jetzt taktisches Wissen angeeignet. Er kann wesentlich kompetenter mit Waffen umgehen. Da sind so ein paar kleine Details. Darauf wird nicht allzu sehr eingegangen, das sieht man aber. Und er hat zwei neue Tricks am Start, die uns immer wieder mal den Arsch retten werden. Also das ist durchaus gelungenes Character Development. Das hat was. Und nun gucken wir uns diese Schublade an. Rose ist fein. Der letzte Abschnitt liest sich ein kleines bisschen wie DLC-Bait, aber keine Sorge, da kommen wir noch an. So, last but not least. Die beiden haben sich nach wie vor regelmäßig in den Köppen. Jetzt verstehe ich auch langsam, warum sie so viele Weinflaschen da unten haben. Jetzt überlasse ich es eurer Fantasie. Ist die Kleine im Suff entstanden oder beim Versöhnungssex? Sie tut mir irgendwie leid. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Es gibt hier natürlich noch wesentlich mehr zu entdecken. Wir haben nicht einmal ansatzweise an der Oberfläche gekratzt. Aber wer wirklich mal alles hier sehen will, der macht das am besten in seinem eigenen Playthrough. Lasst die Kleine noch ein bisschen länger auf dem Arm, dann ändern sich auch einige Dialoge von Ethan. Aber wir machen jetzt weiter. Ich will heute noch beim Schloss ankommen. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just... finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be- Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia, get down! Mia! Mia, oh God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Go move!
All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Get him out. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Jesus. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not off our portal. What the hell happened here? Also in Los Santos nennt man das hier einparken. Spaß beiseite, wir haben hier das nächste Dokument. Und ab hier zieht sich das Intro ein kleines bisschen wie ein 3 Tage alter Kaugummi. Und lass mich mal gucken. Schmeckt ein bisschen nach Resident Evil 7. Im 7. Teil haben wir genau den gleichen Blödsinn gemacht. Wir haben das Ganze mit einem Spaziergang angefangen. Wobei ich sagen muss, Resi 7 hatte das damals wesentlich besser verpackt. Auch wenn man dort die 5 Sequenzen nicht überspringen konnte. Hier geht es zum Glück, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was sie sich bei Resi 7 gedacht hatten. Jedes Mal, wenn man ein neues Spiel gestartet hatte, muss man mit Hey Baby anfangen und sich den Blödsinn in voller Länge reinziehen. Das war absolut haarsträubend. Glaubt nicht, ich habe diesen Blödsinn mindestens 60 Mal oder so für das Projekt sehen müssen. Oh, nee. Und wir wiederholen so ziemlich alles, was wir im 7. Teil auch schon mal gemacht haben. Wir kommen hier an einem Hindernis an. Da kriechen wir einmal durch. Und für gewöhnlich wird das Ganze noch mit diversen Eingabeaufforderungen begleitet. Diesen ganzen Tutorial-Schwachsinn habe ich bei mir aber inzwischen abgestellt. Denn gerade Resi 8 betreibt ein immenses Handholding, es ist echt nicht mehr feierlich. Wenn ihr die Tutorial-Nachrichten anlasst, dann kriegt ihr alle Nase lang irgendwelche Einblendungen, dass ihr dies und das drücken müsst und dass ihr irgendwas craften könnt, dass ihr noch eine Heilung braucht, wie wär's mit neuer Munition, hey, du hast das Licht im Bad angelassen und so weiter. Und das war mir irgendwann zu viel. Und hier hat jemand eine ganz derbe Vendetta gegen diese Flattermänner. Oder aber, man hat sich hier die Snacks rausgehangen, damit sie länger frisch bleiben. Könnte auch hinkommen. Wow. Das Ding ist so frisch, da ist sogar noch Leben drin. Okay, jetzt nicht mehr.
Da hat wohl jemand Hunger. Warst du das vielleicht? Hey! Keine Sorge, ich nehme dir nichts weg. Ich finde es einfach nur sagenhaft, wie Ethan auf nichts reagiert. Entweder ist er noch total benommen oder ist unter Schock, weil gerade wo sie seine Frau vor seinen Augen abgeknallt. Oder ist einfach nur Ethan, obwohl er kommt in diesem Titel hier wesentlich besser weg. Im siebten Teil war er wirklich nur sehr hölzern. Und jetzt haben wir hier eine fette Blutspur. An einer Hütte, mitten in der Nacht, irgendwo im Nirgendwo. Wird schon richtig sein. Auch hier gibt es einige Interaktionsmöglichkeiten, die lassen wir jetzt aber sein. Ich will hier einfach nur schnell durch. Jetzt nicht, weil dieser Ort super spooky ist oder so, sondern weil das ja an sich recht mager ist. Also das hier kann ums Verrecken nicht mit dem Gästehaus in Resi 7 mithalten. Da kann noch so viel Holz umfallen, da bleibe ich bei meiner Meinung. Und das Symbol hier kennt man vielleicht noch aus dem Enthüllungstrailer zu diesem Spiel. Und als ich dieses Symbol das erste Mal gesehen hatte, dachte ich erst an ein Silent Hill. Muss wohl an dem Embryo-Ding in der Mitte liegen, zusammen mit diesen ganzen Schriftzeichen. Die Flügel sind geschenkt, aber der Rest schreit Silent Hill. Aber im nächsten Moment war dann auch schon wieder klar, ja, es ist ein Resi. Auch gut. Und hier bekomme ich plötzlich Resi 4 Flashbacks. Und das alles nur wegen einem kleinen Nager, der nach Narnia gesucht hat. Herrlich. Okay, wir gehen wieder hoch. Na, alle wieder wach? Sehr schön. Das Ganze hier war natürlich nur ein Build-up für diesen Jumpscare. Und Jumpscares sind unter Kennern absolut verpönt. Weil das ist einfach nur ein lautes Geräusch, mit dem man die Zuschauer erschreckt. Und das soll dann halt die gewünschte Reaktion herauslocken. Das ist armselig. Jetzt hat sich hier oben was getan und wir kriechen jetzt durch die rote Suppe. Sucht es euch aus. Entweder ist das jetzt Kriegsbemalung, die wir auftragen, oder wir marinieren uns schon mal für die Viecher, die uns noch jagen werden. Vielleicht sollten wir uns würzen. Bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ich wäre für Knoblauch. Scheiße, ich krieg Hunger. What did all this? Wer auch immer hier gewütet hat. Er macht genauso viel Krach wie meine Nachbarn und versteht ebenso wenig das Konzept einer Türklinke. Inzwischen ist es auch taghell und gewöhnt euch schon mal daran, Tageszeiten ändern sich hier wirklich per Fingerschnipp. Das ist ein kleines bisschen strange, aber ich will mich jetzt auch nicht allzu sehr darüber aufregen, denn wir können endlich wieder rennen. Das ging vorher nicht. Und wir bekommen jetzt eine sagenhafte Aussicht. Die würde bei Nacht natürlich nicht funktionieren. Where the hell am I? Das hier sieht einfach nur geil aus. Okay, das sagt jetzt einer, der ein Sucker für Winterlandschaften ist. Aber ich bleib dabei, das hier ist einfach nur geil gemacht. Bei meinem ersten Playthrough musste ich hier wirklich alles stehen und liegen lassen und hab mir erstmal die ganze Zeit über die Umgebung angeguckt und inzwischen habe ich ja so ein bisschen Background, wissen ihr wahrscheinlich auch. Die Windmühle da hinten, die führt zu dem Stausee. Da kommen wir irgendwann noch hin. Da hinten in weiter Ferne sieht man ein paar Schornsteine. Das ist ein Fabrikgelände. Endgame Area. Da vorne in den Wäldern ist noch ein Anwesen. Da werden wir auch noch hinlatschen. Und da drüben ist das Schloss. Da wollen wir heute noch hin. Also gehen wir jetzt in dieses Dorf. Aber das sieht doch einfach nur geil aus, oder? Jetzt mal ehrlich. Was Capcom regelmäßig mit der RE-Engine macht. Hervorragend. Aber nur geil. So, jetzt haben wir endlich das vermaledeite Intro durch. Ab hier beginnt das reguläre Spiel. Nun haben wir auch Zugriff auf unseren Inventarsbildschirm. Oben links ist unsere HP. Ansonsten haben wir in der Mitte die Gegenstände und oben rechts haben wir unser Geld. Nichts und davon jede Menge. Ist wie in Real Life. Also ihr müsst jedes Mal aufs Neue erstmal hier runterschlittern. Selbst bei einem New Game Plus. Und das ist so eine Sache, die gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man jetzt wirklich durchhetzt und alle Filmsequenzen überspringt, dann kriegt man das in 5 Minuten hin. Ja, aber das sind immer noch 5 Minuten, in denen ihr eigentlich nichts Produktives macht.
Außer vielleicht 5 Dokumente auflesen und das ist ein bisschen, ja. Nicht wirklich meins. Es gibt hier ein paar optionale Sachen, die man jetzt schon machen könnte. Das holen wir später nach. Wir müssen so oder so irgendwann nochmal durch das Dorf durch. Aber jetzt erst einmal gucken wir uns das hier an. Wir haben hier Dekoration mit Köpfchen. What happened? Und da hinten haben wir eine Lichtquelle und dieses Spiel nutzt Lichtquellen regelmäßig, um uns auf den gewünschten Pfad zu lotsen. Das machen aber unter anderem auch andere Franchises, wie zum Beispiel die Soulspawn-Reihe. Wir haben gelbe Markierungen an etlichen Dingen, mit denen wir interagieren können. Eine Sache, die bei mir regelmäßig sauer aufstößt, aber da will ich mich jetzt auch nicht allzu sehr drüber aufgeilen, weil ansonsten sitzen wir hier wirklich noch bis zum nächsten Aussterben der Dinosaurier. Oh oh. Shit! Wir haben gerade einen Point of No Return passiert. Was Sinn macht, denn wir kriegen gleich ein Messer und mit denen könnte man auch Vorhängeschlösser knacken. Und da vorne an dem blauen Tor, dieses kleine gelbe Etwas, das ist ein Schloss. Ja, auch die Schlösser haben sie farblich markiert. Dahinter hätten wir zum Beispiel einen Dietrich. Es gäbe noch ein weiteres Schloss. Dahinter haben wir dann eine Pistole und einen wichtigen Schlüsselgegenstand. Das sind aber alles Sachen, die sollen wir jetzt noch nicht haben. Und da ist unser Messer. Ein wirklich hübsches Ding. Gefällt mir sehr. In erster Linie nutzen wir das aber als Kistenöffner. Und hier haben wir jetzt unsere erste Heilung. Die funktionieren in Resi 8 ein bisschen anders als im 7. Teil. Denn wir kriegen hier nur vollständige Heilung, gleich von Anfang an. Somit müssen wir aber auch nicht unser gesamtes Inventar mit dem Blödsinn zumüllen. Es reicht, wenn wir bis zu 3 Heilungen im Inventar drin haben. Und alles weitere können wir unterwegs craften, sofern wir ein Kraut und eine Chemikalie zur Hand haben. Das ist überhaupt nicht sus. Das gucken wir uns an. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh, no! They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Take it. Tell me it's out there. Hey, are you listening? Hey! What the? Shit! Dead body? Wait, there's more. Ich sehe schon, Leichen im Keller haben gehört dir zum guten Ton. Was ist mit dir? Auch tot. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Das ist ein Lycan und vor dem rennen wir jetzt weg, bis dem Spiel schwarz vor Augen wird.
Dann locken wir ihn hier zu dieser Feuerstelle. Rennen wieder ins Haus zurück. Und holen uns den Bolzenschneider. Wenn wir das schnell genug hinbekommen, dann wird der Lycan den Rückzug antreten. Ansonsten, wenn er uns hier aber direkt in den Nacken haucht, während wir den Bolzenschneider an uns nehmen, wird er uns hier gnadenlos zerfleischen. Da kennt er nichts. Und ich denke mal, er hat uns schon genug zugesetzt. Ich meine, Ethan hat jetzt mal eben die halbe Hand verloren. Ich meine, ja, es könnte schlimmer kommen. Hatten wir auch schon erlebt. Zumindest sind die wichtigsten Finger noch dran und ich hätte es absolut gefeiert, wäre der Lycan jetzt an dem Ehering erstickt. Chemikalie. Kraut. Wir haben die nächste Heilung in der Tasche. Und ich würde mich jetzt auch wieder regenerieren, hätte ich hier einen auf den Deckel gekriegt. Aber tut euch einen Riesengefallen, verschwendet hier noch keine Munition. Wir haben im Moment ganze 20 Schuss. Die können für einen Lycan reichen. Betonung liegt auf können. Die Viecher halten natürlich nicht still und wenn man Pech hat, würde man dann hier gleich alles an Munition verballern. Dabei haben wir gleich eine Pflichtkonfrontation, da sollten wir genügend Munition für mitbringen. Mit dem Bolzenschneider hauen wir jetzt die Kette durch. Und genau das hier gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Okay. Snacktime, huh? Die Chemikalie nehmen wir mit. Da vorne haben wir auch noch ein bisschen Munition. Da gehen wir jetzt aber langsam drauf zu. Weil ansonsten werden wir hier gepackt und nehmen unnötig Schaden. Und ja, das war der gleiche Soundeffekt wie bei dem Jumpscare eben in der Hütte auch. So, das sind 15 Schuss. Jetzt nehmen wir auch die 5 Kugeln hier mit. Das saftet hier richtig durch. Und nun werden wir gegen einen Lycan kämpfen, der hier direkt lauert. Und wir können aus der Deckung herausfeuern. Wir können aber auch Angriffe blocken und einen Gegenangriff starten, der zwar keinen Schaden macht, aber dafür generieren wir damit etwas Abstand. Und den nutzen wir dann zum Beispiel zum Nachladen. Und wir nehmen beim Blocken natürlich noch ein bisschen Restschaden. Das ist aber zu vernachlässigen im Vergleich zu dem, was uns blüht, wenn uns der Lycan direkt beißt. Und dann sind wir mit der Lebenskraft sofort im roten Bereich. Und wir haben jetzt mal eben 20 Schuss verballert. Ich mache das jetzt nicht mit Absicht oder so. Ihr seht, ich habe echt Probleme, diesen Bastard zu treffen. Hau ab. Und zielt immer auf die Rübe. Denn dann wird der Kopf irgendwann platzen. Das haben die anderen jetzt auch gesehen und sie denken sich, scheiße, das Mittagessen wehrt sich. Is it over? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Survivors? Wir haben ein neues Ziel. Wir suchen jetzt die anderen. Und Ethan, willst du nicht mal deine Hand irgendwie verarzten? Gott. Das Geld nehmen wir mit. Gegner hinterlassen entweder Geld, Schätze oder Ressourcen zum Craften. Mit der Hand würde ich jetzt nichts mehr aufdrücken wollen. Die ist hin. Apropos hin sein. Wir haben jetzt ordentlich gelitten. Das seht ihr auch, die Bildschirmränder sind andauernd am Flackern. Das werden wir eben kurz beheben. Und ja, man kann die Heilungsanimation auch hier wie gewohnt abbrechen, indem man, sobald man das Plätschern hört, auf Blocken drückt. Braucht man das in diesem Spiel jetzt nicht unbedingt so sehr wie im siebten Teil, aber hey. Das Ding machen wir jetzt auf. Denn hier kommen wir gleich unter Zeitdruck nochmal durch. Und lass die Lycans da oben Lycans sein. Im Moment tun die nichts. Glotz nicht so blöd. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Munition. Wir sollten die Waffe auf jeden Fall laden und Ethan behält das alte Magazin.
Macht durchaus Sinn, diese Magazine sind scheiße teuer. Wir werden jetzt auch mal eben eine weitere Heilung hier anfertigen. Denn der nächste Abschnitt wird haarig. Sobald wir jetzt versuchen, in dieses Haus reinzugehen, ruft das Spiel YIFCON 2022 aus und dann kommen die ganzen Furries runter und wollen uns ans Leder. Es geht jetzt nicht darum, so viele Gegner wie möglich zu killen, sondern nur darum, Zeit zu schinden. Und wenn man das richtig anstellt, wird's richtig langweilig. Erst einmal rennen wir hier rein, ziehen den Schrank vor, holen uns das Schießpulver. Dann haben wir hier in der Schublade noch ein paar Pistolenkugeln. Hinter uns ist das nächste Kraut und auf dem Tisch liegt ein Boomstick, den wir uns für später aufheben. Wir bleiben hier bei der Pistole. Und jedes Mal, wenn dieser Bastard jetzt irgendwas machen will, kriegt er eine Kugel in den Kopf. Ruhig in den Kopf, denn entweder platzt der Schädel oder aber er ist für einen Moment gestaggert und dann können wir auch in aller Ruhe nachladen. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis er umkippt, der nächste kommt und wir irgendwann mal keine Munition mehr haben. Je länger wir das hier durchhalten, desto besser. Haltet nur etwas Abstand zu dem Schrank, weil die Angriffe klippen gerne durch. Oh Gott, jetzt kommt gleich der nächste. Das ist Fließbandarbeit, ich sag's euch. Wow. Jetzt bleibt locker. Oh. There's no end to them. Wenn Ethan das sagt, dann liegen wir super in der Zeit. Und manchmal blockieren sich die Gegner hier. Oder machen so einen Blödsinn. Ja, es tut ihm richtig weh, oder? Oh oh, wir hauen ab. Wir nehmen jetzt hier das Zeug mit. Wir sollten hier nach Möglichkeit runterspringen. Versucht nicht die Leiter runterzuklettern, das habe ich jetzt versehentlich gemacht. Wir laden nach, nehmen hier die rostigen Reste mit. Mit Resten und dem Schießpulver können wir neue Munition machen. Aber die 10 Schuss, die wir jetzt haben, die sollten reichen. Wir warten jetzt hier unten, bis ein Gegner von rechts ins Bild reinstolpert. Manchmal könnt ihr hier 2 Minuten verweilen, manchmal könnt ihr aber auch sofort die Flucht antreten. Hier spielt natürlich RNG wieder eine Rolle. Und das Ganze steht und fällt mitunter auch mit dem Schrank oben. Solange der hält, sollten wir hier relativ sicher sein. Und ich glaube, ich höre da was. Jo, wir hauen ab. Jetzt kommt auch noch ein Bloodborne-Miniboss dazu. Und ja, das Viech könnte glatt aus Bloodborne stammen. Mit dem legen wir uns auf gar keinen Fall an. Das geht schief. Wir verbarrikadieren uns hier. Und holen uns die Sachen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Pistolenmuni. Dann haben wir hier Schrotmuni. Wie gesagt, die heben wir uns für später auf. Wir bleiben hier bei der Pistole. Da haben wir noch ein Kraut. Und jetzt warten wir hier für einen Moment. Die Biester werden irgendwann reinkommen. Spart euch die Munition. Entweder kommen sie durchs Fenster oder da durch die Tür. Und das Fenster ist offen. Zeit für unseren Abgang. Dann klettern wir hier hoch. Und egal was ihr macht, bleibt jetzt auf gar keinen Fall stehen. Legt euch nicht mit den Gegnern an. Seid defensiv. Rennt vor den Biestern weg. Wir rennen jetzt nochmal zurück zu der ersten Hütte. Ihr erinnert euch, wir hatten hier eine Tür geöffnet. Da können wir jetzt einmal so durchstürmen. Dann einmal hier rein. Den Schrank ziehen wir vor. Und wenn jetzt ein Furry hier reinkommt, laufen wir an ihm vorbei. Der wird reinkommen, rumposen und ist da genauso wie ein Hunter. Wenn sie uns von hinten packen, ist das nicht weiter schlimm. Das hier hingegen tut richtig weh. Aber dafür haben wir unsere Heilung. Und wir bleiben in Bewegung. Wir rennen jetzt nochmal hier den ganzen Fluss entlang. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Oh. Genau sowas soll eigentlich nicht passieren. Und das ist der Grund, warum ich sage, kämpft hier nicht. Hi, Bloodborne Miniboss. Okay, wir haben es geschafft.
Wann haben wir uns den eingefangen? Keine Sorge, ich mache jetzt keine Skyrim-Witze. Wait. So, den Angriff der Lycans haben wir jetzt überlebt. Das hier ist ein sehr derber Difficulty Spike und einer der Gründe, warum Leute auch nicht unbedingt das Spiel sofort auf Veteran starten wollen, auch wenn es immer wieder heißt, oh, spiel das auf Veteran, weil Standard ist so einfach. Und wir haben das Ganze überstanden, obwohl ich mich hier ein bisschen blöd angestellt habe. Ich bin hier so ein kleines bisschen vom Weg abgekommen. Ich bin jetzt in diese Richtung hier reingerannt. Bringt uns natürlich nichts, weil hier geht es später in ein anderes Gebiet. Oh, das hier ist bestenfalls eine Sackgasse. Zum Glück hatten wir hier aber noch genügend Raum zum Manövrieren. Ansonsten wären wir einfach nur draufgegangen. Wenn ihr aus dem Haus hier geschossen kommt, haltet ihr euch sofort links. Ihr folgt hier dem Fluss. Hier von dem roten Tor kann man dann in Stellung gehen. Wenn euch die Lycans zu nahe kommen, jagt ihr sie mit dem Fass in die Luft und dann rennt ihr in das dritte Haus. Dafür ist es wichtig, dass mindestens ein Zugang mal eingerissen wurde, weil ansonsten kommt ihr hier nicht rein. Also ihr seht das hier, da geht gar nichts. Dann klettert ihr hier rein, dann nach oben und dann rennt ihr zum ersten Haus zurück, aber nicht mehr rein, sondern da einfach nur noch im Bogen und dann wieder hier hoch. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr dann das Ganze hier überstanden habt. Und abhängig davon, wie oft man den Gegnern hier in die Arme läuft, funktioniert das entweder hervorragend oder kaum. Aber das ist halt so eine gewisse Glückssache. Die Gegner sind manchmal absolut unberechenbar, gerade diese Fairies. Manchmal stellen sie sich dumm an, manchmal kommen sie in rauen Mengen. Da ist das Spiel absolut gnadenlos. Und jetzt nehmen wir hier noch die ganzen Sachen mit, denn die spawnen später, wenn wir dieses Areal verlassen. Wir kriegen hier sogar noch einen Schädel. Das ist einer der Schätze, die wir von den Gegnern bekommen können. Sehr schön. Machen wir später zu Geld. Und wir fangen jetzt auch an, die Kisten hier zu plündern. Macht das erst dann, wenn die Luft rein ist. Ansonsten kann es sein, dass euch in eine blöde Situation reinmanövriert, wie zum Beispiel hier. Wir bekommen zwar ein bisschen Munition, wuppdi-fucking-du, aber das hier ist ein ziemlich derber Flaschenhals und wenn dann hier zwei oder drei Lycans stehen, kann es recht fummelig werden, hier nochmal an einem Stück rauszukommen. Dann haben wir da noch einen Loot, der ist quasi da direkt vor der Tür. Den nehmen wir jetzt so mit. Die Objekte haben bisweilen eine sehr großzügige Hitbox, damit man auch an die Sachen rankommt, selbst wenn der Gegner an irgendeiner unsinnigen Stelle verreckt. Und wir werfen einen Blick auf die Karte. Blaue Innenräume bedeuten, dass es nichts mehr zu holen gibt. Rot hingegen sagt uns, dass wir da noch was finden können. Hier zum Beispiel wäre eine Kleinigkeit, da laufen wir jetzt aber sowieso nochmal dran vorbei. Wir können das Objekt aber leider nicht mitnehmen. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu krass, weil hinter dieser Tür befindet sich der Granatwerfer. Den kriegen wir erst wesentlich später. Aber wie ihr seht, kriegt man das Ganze hier ganz locker mit einer puppligen Pistole durch und ein paar Heilungen. Und jetzt quatschen wir mit der Alten hier. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again!
Rose is here? Ich mag die Alte nicht. Die erinnert mich irgendwie an die Feuerhüterinnen in Dark Souls 2. Die gute alte Zeit. You will lose your souls over and over and over again. Oh. Das Zeichen kennen wir irgendwoher. Das hat die Alte jetzt auch eben in den Matsch reingeritzt. Chemikalie? Dokument. Jetzt haben wir hier zwischen noch einen Notgroschen, den stecken wir ein. Und hier gäbe es eine Schublade, die können wir später knacken. Also hier sieht man das mehr oder weniger reingekritzelt. Und nun sammeln wir noch ein paar Kostbarkeiten. Wir haben einen Schatz hier direkt an der Statue. Den Klunker schießen wir aus dem Auge. Dann gibt es hier bei dem Trecker noch etwas Schrott. Und hier auf dem Friedhof haben wir die erste von 20 Holzziegen. Quasi das Resi 8 Äquivalent zu den ganzen Bobbleheads, Mr. Raccoon und so weiter. Und die Plakette darunter gilt auch als Dokument. Die zweite Ziege müsste man noch nicht mal lange suchen. Das olle Biest ist hier direkt auf dem Kirchendach. Und das hier wäre jetzt der direkte Weg zum Schloss. Aber ihr ahnt es sicherlich schon, da fehlt was. Guess this leads to the castle. No shit, Sherlock. Das Kraut hier stecken wir ein und geht sehr, sehr geizig mit den Kräutern um. Ihr bekommt am Anfang jede Menge und ab der Hälfte des Spiels werden die zur Mangelware. Das ist so ein kleines bisschen wie in Project Zero 2. Am Anfang werdet ihr wirklich zugemüllt mit Heilungsgegenständen und der Rest... Ach Gott, ich vermisse das Spiel irgendwie, aber nicht dafür. Möge dein Schlummer nur vorübergehend sein. Das war die einzige Inschrift, die noch leserlich ist. Den Käfig hier können wir plündern. Dann bekommen wir noch ein paar Ressourcen für mehr Munition. Und wir werfen einen kurzen Blick hier in die Kirche. Denn da oben haben wir den nächsten Klunker. Und den ersten Schlüsselgegenstand für das Tor in Richtung Schloss. Sollte man jetzt, wie auch immer, den Funkspruch von Luisa verpasst haben, so hat man hier definitiv nochmal einen Hinweis darauf, wo man das zweite Objekt herbekommt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zu Luisas Anwesen. Und laut der Karte ist es nicht allzu weit entfernt. Wir können hier auch speichern. Das Speichern verbraucht keine Farbbänder, es kann einem keine Ränge versauen oder so, speichert so oft, wie ihr es für nötig erachtet. Und wie ihr seht, das geht kurz und schmerzlos. Das Anwesen haben wir jetzt da vorne. Und wir sind nicht alleine. Man kann jetzt natürlich diese Lichens aufmischen. Machen wir aber nicht. Wir rennen jetzt einmal hier durch. Dazu halten wir uns an diesem Zaun. Folgen ihm. Springen einmal rüber. Folgen dem Weg. Und da ist das Tor Richtung Anwesen. Dann versuchen wir es mit Tür Nummer 2. What are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No.
They're all in Louise's house, and she's not answering, and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Wir gucken noch mal ganz kurz raus. Die Gegner sind noch da. Und einige von ihnen haben jetzt Fackeln dabei. Das lassen wir schön sein. Wir können durch das Fenster hier entkommen. Dann holen wir uns hier noch das Geld. Und diesen Brunnen hier merken wir uns für später. Es gibt noch ein Werkzeug, mit dem kann man dann die Eimer hochkurbeln. Und dieser Brunnen hier enthält 3 Rohrbomben. Quasi Granaten. Dann haben wir noch ein bisschen Schießpulver. Und es gibt eine ganze Reihe an Plumpsklos in diesem Spiel. Wenn man sie alle öffnet, ist auch das eine Herausforderung, die man dann gemeistert hat. An einigen sind wir schon vorbeigelaufen. Keine Sorge, das holen wir noch nach. Und gelegentlich enthalten die auch schon mal ein paar Gegenstände, wie zum Beispiel hier diese Chemikalie. Die nehmen wir mit. Und hier haben wir jetzt den heiß begehrten zweiten Schlüsselgegenstand. Aber da kommen wir so nicht ran. Wir brauchen erst noch ein Werkzeug. Doch zunächst sollten wir die beiden hier reinlassen. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. Oh, you're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up! It's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, and so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. Wir können jetzt in der Zwischenzeit speichern oder uns das Dokument hier reinziehen. Und ansonsten warten wir jetzt einen kurzen Moment. Louisa müsste gleich wieder zurück sein. This way. Dann schauen wir mal, was jetzt ansteht. Vielleicht Bingo. Come inside, the others are waiting. The fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Right, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan. Take a seat. Is this all that's left?
From your entire village? All that's left. All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Father! Elena, no, stay back! No, let me go! He'll kill us both! We have to go! Verschwendet hier keine Kugeln, rennt einfach in den Kerl rein. You did the right thing. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. I gotta get out of here. Eins muss man ihm lassen. Er lässt nichts anbrennen. Und ich hatte mich schon fast auf das Bingo-Spiel mit diesen Leuten gefreut. Ist das eine Ölspur? Hier haben wir ein Kraut.
Hier unten liegt noch ein Notgroschen. Ich glaube nicht, dass Luisa ein Problem damit hat, wenn wir das Zeug jetzt mitnehmen. Und hier gäbe es noch einen Hinweis. Im Schlüsselbund ist ein Schraubenzieher, warum auch immer. Und den holen wir uns jetzt natürlich hier raus. Jetzt haben wir auch das Werkzeug für den Schlüsselgegenstand draußen. Und es gibt hier noch ein bisschen Flintenmunition, die stecken wir auch ein. Und irgendwie kommen mir diese Flaschen hier bekannt vor. Na klar, Wein aus der Region, ne? So, wir dürften hier fertig sein. Wir gucken auch nochmal auf die Karte. Wir haben alles mitgenommen. Ich versuche nach Möglichkeit, alle Räume komplett leer zu fegen. Aber selbst wenn man hier und da mal was verpasst, davon geht die Welt nicht unter. Das sind dann irgendwelche Kugeln, die man vielleicht vergisst oder vielleicht irgendwo ein bisschen Schießpulver. Das ist nicht weiter wild. Damn, the fire's moving fast. Nun benutzen wir hier die Autoschlüssel. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Und wo zum Teufel hat Ethan seine Ideen her? TikTok? Back up again. The fire. There isn't any time. More to go, but up. Grab on. Hurry. Let's move. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. Das eben war eine Ölspur und wir haben sie natürlich einmal quer hier durchgezogen und ich hoffe mal, das war keine tragende Wand. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. That'd be good. Come on, it'll hold. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them, there's too many. Hey, hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No, that place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe! Stay there! Come on, give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! Why is everyone dying on me? This is just too much. Ethan, mein Junge, die Kleine war einfach zu heiß für dich. Ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich hätte sie auf dem Dach landen müssen, dann hätte man sie noch gesehen, aber die ist einmal wirklich komplett durchgeklippt. Sei es drum.
This place has gone mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Und all das für einen popligen Schraubenzieher. Herrlich. Und ganz ehrlich, wenn man die Filmsequenzen hier nicht überspringen könnte, diese Passage hier wäre bei einem New Game Plus für mich ein absoluter Dealbreaker, weil hier ist an sich nichts passiert. Das war einfach nur Fluff. Und Fluff lebt davon, dass er zwar die Story und die Welt etwas weiter ausschmückt, aber man kann ihn auch komplett weglassen und vermisst nichts. Und das war jetzt einfach nur verschwendete Zeit. Und apropos Zeitverschwendung, wir gucken uns mal eben unser neues Werkzeug an. Fällt euch etwas auf? Abgesehen davon, dass das hier eigentlich eher ein Stecheisen ist und kein Schraubenzieher. Das Ding ist für Schlitzschrauben. Wisst ihr, womit man Schlitzschrauben auch noch losdrehen könnte? Mit einem Messer. Wir hatten das richtige Werkzeug die ganze Zeit über dabei. Ja, nur mal ein bisschen mehr Öl aufs Feuer zu gießen. Aber nun machen wir das Ding hier auf. Nehmen dieses verdammte Ding hier an uns. Und dann können wir hier endlich weg. Oder auch nicht, da war noch was. Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Who was... What was that? Das war ein Fatality. Die Alte hat den Kerl so derbe geofft, da ist noch nicht mal mehr eine Leiche übrig. Dabei hätte ich gerne die Munition gehabt. Die Lichens sind jetzt weg, das heißt, wir können uns hier in aller Ruhe umgucken. Wir nehmen erstmal den Schrott hier mit. Dann gucken wir uns die andere Seite der Mauer hier an. Denn hier haben wir auch sofort Ziege Nummer 3. Und nun gibt es hier noch ein paar weitere Gegenstände. Und wenn ihr hier Probleme mit der Navigation habt, weil überall dieses Gestrüpp im Weg ist, dann geht erstmal zu diesem riesigen Heuhaufen hier. Guckt in Richtung Anwesen. Und dann ist da vorne eine Kiste. Die steuern wir jetzt an. Hau das Ding kaputt. Dann haben wir hier Schießpulver. Dann drehen wir uns einmal nach rechts. Bewegen uns auf den Zaun zu. Hier haben wir auch gleich die nächste Kiste. Und dann folgen wir diesem Zaun zurück. Biegen links ein. Und bekommen noch etwas Schrott. Jetzt gehen wir zurück zu dem Heuhaufen. Denn hier liegt auch nochmal etwas Schießpulver. Und das dürften jetzt alle Gegenstände gewesen sein, die es draußen zu finden gibt. Die Sachen, die draußen liegen, werden euch auf der Karte nicht markiert. Nur in Innenräumen habt ihr entweder rot oder blau. Das heißt, alles, was hier draußen liegt, das müsst ihr euch auswendig merken. Und hier haben wir noch ein bisschen Schrott und etwas Schrotmuni. Dann sind wir mit diesen Ding hier fertig. Ich will es noch nicht mal mehr eine Ruine nennen, das ist ja schon gar nichts mehr. Und dann wagen wir uns hier rein. Hier hätte man sich auch noch verschanzen können. Es gibt Mehlsäcke. Die heben wir uns aber, wenn, dann für später auf. Zumindest die draußen. Hier haben wir noch ein paar rostige Reste. Noch ein bisschen Schießpulver. In der Schublade liegt Pistolenmunition. Und hier haben wir eine Mine. Wenn wir diese Bodenschätze richtig einsetzen, können wir insbesondere Bosse ganz easy auseinandernehmen. Death. Yes. Death has visited them all. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Okay, wir setzen jetzt erstmal diese Dämonenfratze ein.
Die müssen wir ausrichten. Ihr müsst nicht päpstlich als der Papst sein. Auch hier wird das Spiel sehr großzügig für euch nachbessern. Das ist so ähnlich wie mit den Licht- und Schattenspiel da rein in Resi 7. Nothing but blood and death. Huh? Und da vorne auf der Brücke haben wir zwei Flattermänner. Wenn wir weit genug wegstehen, können wir sie der Reihe nach abknallen und sie werden nicht flüchten. Ich meine, klar, ein richtiger Pro-Gamer hätte jetzt den zweiten direkt aus der Luft gefischt, überhaupt kein Problem. Aber wir machen uns das Ganze hier einfach. Muss auch mal sein. Die Tür können wir ignorieren. Die lässt sich von dieser Seite aus nicht öffnen. Das hier ignorieren wir auf jeden Fall, weil das ist eklig. Ja, ich meine, klar, Früchte fermentieren für Wein und dergleichen ist eine Sache, aber das Zeug ist pelzig. Boah. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you. Quit your whining. We're almost there. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you to entrust the mortal to House Dillcrest. My daughters and I will deliver to you. Way, ugly! I want to see! He's awake! Don't you shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thing's suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn hole! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to that. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. Be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you're doing. Ethan Winters. Get ready. No, wait! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Time! Ah, Jesus Christ! That's right. Run for your life. Wir folgen der Lichtquelle und bleiben auf gar keinen Fall stehen. Very nice, Ethan.
Wie zum Teufel hat Ethan das überlebt? You're still alive? Impressive. Oh shit. So, hier durch. Shit! Und wir rennen. My word. You truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away, do you? Gotta keep Dada and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Nothing like fresh American ground beef. Too close. Wait, do those freaks have Rose? Das will ich doch schwer hoffen, ansonsten verschwenden wir hier einfach nur unsere Zeit. Hier haben wir noch ein bisschen Zaster. Hier gibt es Munition und by the way, sie haben uns die Knarren nicht abgenommen. Ups. Dass man sich in der Ecke verstecken kann, hat bei mir eine Weile gebraucht, bis ich dann auch mal begriffen habe. Bei meinem allerersten Playthrough bin ich hier etliche Male draufgegangen. Die Gegend kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Jetzt können wir auch in aller Ruhe an diesen Hebel hier herumrupfen. Und abhängig davon, wie schnell ihr jetzt nach der letzten Falle hierher stolziert seid, braucht es vielleicht eine Weile, bis sich das Tor hier öffnet. Das ist ein Loading Gate. Das heißt, während hier das Spiel ultra langsam agiert, lädt es aber im Hintergrund das nächste Gebiet. Und hätten wir uns eben etwas mehr Zeit gelassen, wäre das Ding hier sofort aufgegangen. Das ist eine der Methoden, die das Spiel anwendet, um Ladezeiten zu kaschieren. So, da oben haben wir wieder Flattermänner. Was tut man nicht alles für ein kleines bisschen extra Kohle? Und was zum Teufel haben wir hier? Wir haben eben schon aufschnappen können, dass den Männern hier im Schloss der Schwanz abgeschnitten wird und der Rest darf offenbar jetzt draußen als Vogelscheuche dienen. Danke fürs Geld. Inzwischen haben wir noch ein einsames Kraut. Und da haben wir Ziege Nummer 4. Nehmt die Ziege hier auf jeden Fall mit, weil das hier ist ein Areal, das kann man pro Playthrough nur ein einziges Mal aufsuchen. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitermachen, passieren wir gleich wieder ein Point of No Return. Und dann könnte man sich die Ziege erst in den New Game Plus holen. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Der Duke ist unser bester Kumpel hier in diesem Spiel. Und wir werden immer wieder mal bei ihm einkaufen, aber nicht heute. Denn es gibt noch ein paar Schätze, die wir anhäufen sollten, ansonsten lohnt sich das Ganze noch nicht. Und hier haben wir jetzt den Point of No Return.
Also deutlicher geht's nicht mehr. Hier kommen wir ohne weiteres nicht mehr raus. Could Rose be here? Ethan, ich glaube, für Zweifel ist es jetzt ein kleines bisschen zu spät. Ich meine ja nur. Da haben wir noch ein paar Kugeln. Die Vitrine hier können wir jetzt so nicht zerstören. Bei den meisten Sachen bekommen wir eine Eingabeaufforderung. Und in solchen Fällen hier müssen wir manuell zu dem Messer greifen. Das hauen wir jetzt einmal kaputt. Nehmen das Schießpulver mit. Und wechseln zurück zur Pistole. Und ich sehe gerade etwas, das gefällt mir gar nicht. Unsere Anordnung hier ist gerade wie Kraut und Rüben. Das werden wir kurz beheben. Wir packen uns das Messer nach unten. Ich bleibe bei meiner alten Ordnung. Oben Pistole, unten Messer. Den Boomstick hier verlagern wir nach links. Und dann haben wir rechts die Minen. Ich habe meine feste Ordnung. Wenn ich von der abweiche, dann riskiere ich, hier und da durcheinander zu kommen. Und dann gibt's böse aufs Maul. Das muss nicht sein. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Und wenn wir jetzt nach oben gucken, funkelt etwas. Diesen Klunker sieht man normalerweise erst dann, wenn man mit dem Fahrstuhl oben einmal runterfährt. Das passiert erst gegen Ende unseres Schlossaufenthaltes, wenn man es wirklich drauf ankommen lässt. Aber mit ein bisschen Vorwissen kann man sich das Ding hier sofort schnappen. Und bis wir dann das erste Mal mit dem Duke Handel betreiben, haben wir dann 4 von diesen Klunkern. Die 3 Töchter des Hauses, ne? Bela, Cassandra und Daniela. Die sehen ja ganz nett aus, oder? Ich meine, ich könnte sie ums Verrecken nicht voneinander unterscheiden, weil sie irgendwie gleich aussehen. Aber ansonsten hat doch was. Offenbar macht der Duke auch hier seine Geschäfte. Danke fürs Geld. Und da hat jemand offenbar seinen Spaß. Wir gehen jetzt aber erstmal direkt hier in das Kaufmannszimmer. Die Lampe ist aus, also wird hier niemand sein. Wir können aber hier das nächste Dokument in Augenschein nehmen. Es gibt pro Areal so ein Schloss. Für das brauchen wir dann noch die entsprechende Kugel. Und wenn wir dieses Puzzle hier lösen, dann bekommen wir einen Schatz und den können wir ordentlich zu Zaster machen. Aber das sind alles Dinge, die machen wir im nächsten Part. Wir sind jetzt mit der Zeit sowieso am Ende. Und wenn euch dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann lasst es mich doch wissen. Vielleicht durch ein Like, vielleicht durch einen netten Kommentar. Und wenn ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye-bye.